Und weiter geht's mit der Liese und dem Zwerg. Ja, hier sind auch gestern Nacht wieder viele gestorben. Na, so viele ja wohl nicht. Ja, aber genug, dass sie nervös geworden bin, Zwergenschilte. Naja, ist klar, weil du bist ja ziemlich schnell nervös, du. Ja, von wegen, da ist auch eine Geierwalli gekommen. Oh, vielleicht sehe ich ja nur ihre Leiche hier. Hier lag die rum, Zwergenschilte, hier lagen die Geierwallis rum. Und dadurch, durch das Loch habe ich sie abgeschossen. Und wolltest du jetzt hier? Da wirst du dann schon sehen. Ich muss ja jetzt was muss ich ja jetzt machen, die Zwergenschilte? Mich einpacken und rüberlaufen. Packen wir den ein. Und die packen wir ein. Und die packen wir auch noch ein. Ja, das bringt noch gut. Schön. Oh, 46 haben wir noch. Das reicht erstmal. Ja, wo habe ich denn jetzt schon wieder meine Knarre gelassen, Zwergenschelte? Da siehst du, wir haben 800 von den Dingern hier. Schön. Ja, finde ich auch. Wo ist jetzt meine gammelige Riffel? Ach, falsch. Hier wollte ich reingucken. Ist auch keine zu sehen, Zwergenschelte. Nee. Dann nehmen wir erstmal das mit. Eigentlich müsst ihr ja da sein, ne? Ja, eigentlich schon. Ist nicht im Rucksack schon? Nee, hab ich nicht. Hämmerken, Räberfremen. Sieht nicht so aus, als wenn hier eine Riffel wäre. Nur ein Stock. Ja, muss auch ohne Riffel gehen, Zwergenschelte. Ja, wenn du immer deine Klamotten hier irgendwie verlegst, ne? Da kann man nichts machen. So, hast du jetzt davon. Da kannst du gar nichts dran machen, Zwergenschelte. Moment, ich bin halb leer, ne? Ja. Ich kann noch kann ich noch einen machen. Aber erst mal gucken. Nee, hier. So, und jetzt kann ich scrollen so viel wie ich will, Zwergenschild. Da gibt nichts. Moment, aber das geht auch anders. Hier muss ich jetzt nur hin. Warum? Ja, ich muss da suchen. Da war ich nämlich schon lange nicht mehr. Wolltest du denn da suchen? Ja, ob da ein Freund von mir versteckt ist. Was soll ich denn da wohl suchen, Zwergenschilde? Schaufel und Kretzer und Hacke und Beile und Klamotten für den Ofen und alles. Pass mal auf, falsche Richtung. Pass mal auf. Ah, siehste, sag ich doch falsche Richtung. Du sagst wieder nix. Mann, Mann, bist du ein Weichei. Ja, sicher. Nie sagt er was. Nie sagt der Kerl was. Ich weiß auch nicht, was soll man mit dem machen? Das gibt wieder ein Desaster, wenn der alleine spielen will. Das meinst du auch bloß. Odi, odi, odi. Schön daneben. Der war getroffen. Hast du was bei? Nö, so gut wie nix. Aber erstmal gucken wir jetzt nach nur Beile und Äxte und Klamotten für die Forge und alles.
Das ist bestimmt eine gute Sache. Ja, ich weiß. Ah, guck, da vorne ist schon der Tool-Laden. Zwergenschütte. Die Bücherei können wir auch vorbei. Ich weiß nicht, ob sich die Bücherei überhaupt noch lohnt. Ja, sicher lohnt sich die noch. Ich weiß ja nicht, wie du spielst, ne? Aber ich spiele anders als du. Ich spiele sicherer und schöner und besser und alles. Oh, guck mal, hier hast du ganz viele Freunde gefunden. Platsch! Noch ein Dicken, komm her! Platsch! Ha! Ich hab doch letztes Mal auch gesagt, du hättest dir deine Verteidigung kaputt geschossen, ne? Ja, kann ich mich dran erinnern. Mit der Armbrust, ne? Und den Dingens drauf, ne? Ja. Und? Also ich hab das nochmal ausprobiert. Ich glaube, das stimmt nicht, was ich gesagt habe. Ist klar, was du sagst, ist sowieso immer was für den Hintern. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich habe mit solchen Pfeilen gut 50 Mal auf eine Tür geschossen und die ist nicht kaputt gegangen. Und? Ja, das heißt für mich, dass die Explosionspfeile... Aber sag schon, sag schon! Ja, du musst dich konzentrieren. Brauche ich nicht, sag! Dass die Explosionspfeile keinen Schaden an der Landschaft machen. Und? Ja, ich finde das gut. Naja, du findest das also gut. Boah, wer nervt? Ach, so eine Fußhupe. Ja, komm her. Soll's auch nicht leben. Bin ehrlich hier. Ui, hab ich Glück gehabt. Wolltest du nicht das Messer nehmen anstelle die Beile? Ach, kann ich auch machen, Zwergenschild, ist kein Problem. Wieso krieg ich denn das ganze Zeug jetzt im Backpack? Weil die Funpins heute mal lieb zu dir sind. Haben sie ja schon wieder was verändert, ne? Was denn? Ja, hier. Wenn ich die leer gemacht habe, dann fallen die sofort in so ein Ding, in so einen Stasis-Zustand zurück. Ja, pass mal auf. Da siehst du. Jetzt bin ich gleich schon wieder voll. Du kennst das doch. Mist.
Ach, siehst du, geht wieder. Ja, du bist wirklich, ja, geht jetzt oder geht jetzt nicht? Moment. Soll ich hier raus? Na gut. Und hüpf. Moment, das machen wir anders. So. Oh, jetzt habe ich das schon wieder im Backpack. Ja, und ist das so schlimm? Und jetzt pass mal wieder auf. Pass immer auf. Kettensäge. Schematik. Schön. Wie du gesagt hast, lohnt sich hier hinzugehen, Zwergenschilde. Ja, hast du gesagt. Schön. So. Wann haben sie den denn hier eigentlich weggenommen? Keine Ahnung. Auch schön. Ja. Wieder voll. Da ist denn hier Droppen? Ich will halt nicht Droppen, ich will als Kappen. Gucken wir lieber das hier. Packen wir die rein. Das ist schon mal gut. Kettensämige Schematik und wieso kann ich den jetzt nicht? Alles egal. Du kannst umstellen, sagt Buseline. Ja, was umstellen? Von Fahrenheit auf Celsius. Und was bringt das? Keine Ahnung. Aber du kannst. Geile Sache. Stimmt, eine geile Sache, Zwergenschilde. Ich denke auch. Ach hier. Nix für den Ofen dabei, hast gesehen? Ja. Doch, was für den Ofen. Schön. Packen wir die nur weg. Die alten Sandwiches. Ist das Holz? Ja. Ja, Holz hin. Tür. Was ist das für eine Tür? Hartmetall. Nee, brauche ich auch nicht. Da, noch ein Teil für den Ofen. Habe ich doch gesagt, ich finde die Teile für den Ofen, Zwergenschelte. Und du glaubst mir nicht. Moment, Moment, was packen wir dafür weg? Ich glaube, die Mütze. Ah gut, den könnten wir auch noch nehmen. So, da sind wir hier schon wieder durch, Leute. So schnell geht das manchmal. Rennt denn hier vom Stein? Gibt's doch wohl nicht. Was denn jetzt? Ja, gucken, Zwergenschilde. Ich hatte gedacht, hier ist noch ein bisschen Potassium. Hinterm Haus oder neben dem Haus. Hui, Platsch. Schön. So, da geht erstmal zurück nach Hause, ne? Ja. Ja. Da will ich aber nicht hin. Ich will zu meinem neuen Zuhause, Zwergenschilde. Eine gute Idee. Bestimmt eine gute Idee. Ja, ich weiß.
Erstmal wieder eine Bullnitze hier. Also, nee, ich sehe das nicht so. Ja, du wieder, du wieder. Ist doch gar nicht mehr so schlecht, mein Haus. Ja, mein ehemaliges Haus, mein neues wird besser. Da sind wir alle gespannt drauf, du. Könnte auch ganz gespannt drauf sein. Moment, bisschen mal essen. Nee, erstmal trinken. Ja, schon fertig. So, 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 so geht Elisa ab. Da, 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 da. Mit Humoren habe ich gesagt, ne? Ja. Jetzt haben wir zwei Airdrops gefunden. Von und davor nochmal schon zwei oder drei. Das sind fünf Airdrops. Da müssen noch 11 Airdrops versteckt sein, Zwergenschelte. 1, 2, 3, 4 Ecksteine. Airdrops müssen versteckt sein. Ja. Tag 16, wann kommen die Hunde? Ich meine Tag 19. Ach, da habe ich ja Fett und Fett voll Zeit. Ja, ich glaube auch Fett und Fett und voll Zeit, ja. Ja. Lässt er nicht. Tue ich doch gar nicht. Ah, ist klar. Wollte ich auch nicht geraten haben, Zwergenschelte. Ob ich mir den Bär heute holen soll? Nee, lass mal lieber. Alles gut. Wäre ich sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hättest du auch bauen können, ne? Nee, hätte ich nichts, Zwergenschelte. Warum nicht? Ja, weil hier alles nicht so glatt ist wie da oben. Oben im Norden ist alles richtig, ist alles besser. Scheiß auf den Süden, Zwergenschelte. Süden ist immer bergab. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, Süden ist unten auf der Karte, Zwergenschelte. Und oben ist, hoppala, immer bergab. Schnee, schön. Ich glaube, ich hole mir mal ein bisschen Schnee demnächst auch da in meine Klamotte da rein. Und dann? Ja, dann ist mir nicht mehr kalt, ist mir nicht mehr zu heiß, Zwergenschild. Dann ist das schön kühl. Pass mal auf. Du hast auch Wunschträume, du. Ich habe keine Wunschträume, Zwergenschild. Das geht wirklich so. Ja, bestimmt. Ja. Außerdem mache ich da jetzt sowieso einen Wald hin. Ist ja gar nicht alle mitgenommen. Ja, was alle mitgenommen? Ja, alle Samenkörner mitgenommen. Dann gibt es einen halben Wald und der andere halbe Wald kommt danach her. So, jetzt wieder schön Richtung Westen. Weil rechts ist wieder das Radio. Und dann laufen wir einfach in Richtung Westen. Dann passt das schon. Da kommen wir irgendwann mal an meine Hütte. Ja, ich glaube auch. Ist er nur weit? Ja. Aber nutze denn, ich muss pipi. Dann geh doch, mach doch. Ah, du guckst ja zu, Zwergenschelte. Nein, ich gucke auch ganz bestimmt weg. Die Zuschauer auch alle. Ja klar, ja klar. Trau, schau wem, ich glaub das nicht.
Hast du vielleicht noch irgendetwas anderes zu erzählen, außer so ein Mist? Klar, aber nicht jetzt. Da ist schon meine Hütte. Die Garage ist da schon. Ist das ein Schwein? Ja, 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 ja. Ich hole mir das Schwein jetzt. Nee, hole ich nicht. Ich habe ja keinen Platz mehr im Rucksack. Schade eigentlich. Husch um die Ecke und leer machen. Moment. Da, da, siehst du. Und da. Und den auch schon mal da rein. Jetzt guck mal, wie lange das dauert, Zwergenschild, bis ich hier alles leer habe. Das ist nicht schlimm. Geh da rauf, so. Und den auch, siehste. Und ich glaube, davon habe ich auch noch einen zu Hause. Pass mal auf, das klappt. Habe ich eine Lebensmittelkiste schon? Nee. Ist egal. Pack ich bei Knarren bei, Zwergenschilde. Ein Moment. Du machst wieder ein Mist hier, Zwergenschelte. Mein Sozial ist nichts, wenn meine Mama anruft. Bleibt das Spiel stehen und ich telefoniere mit ihr. Ah, klar, ist schon klar, Zwergenschelte. Das haben wir alle gemerkt. Das merken wir jedes Mal. So, Moment, Moment. Oh, so muss das. Hast du wieder alles richtig hingestellt, Zwergenschilde? Kannst du wieder sprechen und alles? Und hast du nicht da wieder irgendwo bloß auf einem Ohr den Kopfhörer drauf oder was? Hast du wieder alles richtig hingestellt und reingeräumt, Zwergenschilde? Ja, ich hoffe ja wohl. Du rufst ja wohl. Also ehrlich doch. So geht das nicht. Mäh du weiter den Rasen. Reg dich nicht so drüber auf. Ah, mir du mal wieder rein. Klar. Ich schon richtig, Zwergenschild, ich schon richtig. Mach mir ruhig mein Spiel hier kaputt. Ist sowieso die letzte vorletzte Aufnahme. Und dann? Hab ich doch gesagt, dann kommt Pfingsten und dann spiele ich. Ja, von wem? Nee, nicht von wem, ganz bestimmt. Ich habe nämlich auch richtig Bock auf das Spiel. Klar, hast du Bock. Ich auch. So, muss das reichen? Nee, da noch ein bisschen. So. So, wie das gerade aussieht, Zwergenschilde. Wie viel Platz wollt ihr denn noch machen? Ja, bis das reicht. Ist doch wohl klar. Was denkst du denn eigentlich?
los. Ich brauche erstmal eine kleine Hütte, Leute, eine ganz kleine. Warte mal, erstmal wieder die Steine holen. Sind die denn? Da. So, mal gucken. Und jetzt? So, jetzt wird hier einer freigelassen, Zwergenschilde. Dann kommt der Erste. Dann kommt der Zweite. Dann wird da hinten einer freigelassen. Dann kommt der Erste. Dann kommt der Zweite. Wie viel Platz habe ich hier? Boah, jede Menge. Hast du gesehen? Also ich sehe jetzt noch gar nichts. So, zum Glück ist es Beton. Die Reihe muss ich auch noch zumachen. Habe ich Platz genug? Hier auch wieder. So geht das jetzt ganz, ganz weit. Bis ich keine Steine mehr habe. Zwergenschilde, fast. Wie fast? Ja, fast bis ich keine Steine mehr habe. Ein paar brauche ich nämlich noch. Für oben drüber, wenn du verstehst, wie ich das meine. Ich habe das ja auch schon mal gebaut. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt alles so richtig ist, wie ich das gemacht habe. Elise macht das schon, Zwergenschilde. Geh mal ruhig zu deiner Mama im Arm. Gib ihr ein Küsschen. Und die lass die Elise mal machen. Das geht schon. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, du. Und wolltest du keine Mauer bauen? Niemand will eine Mauer bauen, Zwergenschild. Und schon ganz bestimmt nicht die Elise. Da gibt hier mein Haus und da brauche ich keine Mauer mehr. Da bin ich mal gespannt, wie das wohl aussehen soll. Ja, kannst du schon sehen. Pass mal auf, das wird ganz toll. Habe ich nämlich geguckt. Wo hast du geguckt? Ja, entweder bei Games for Kids oder bei Joel the Pirat. Sind Amerikaner, ne? Ja, die spielen auch Seven Days to Die. Und der hat da was vorgeschlagen, das sah ganz gut aus und das will ich machen. Also nachäffen. Nee, nicht ganz nachäffen, Zwergenschilde. Das will ich einfach nur machen. So, das ist ja schon mal was hier. Moment. Wie viel haben wir noch? 132, das ist noch, das reicht noch. Und wir können ja neue machen, ne? Was immer du sagst. Na, 12 noch, ja gut. So, die kommen wieder rein. Konkrete. Halb, Viertel, Achtel.
Mal gucken, ob die reichen. Und dann haben wir hier noch den hier. So. Oh, ist das schon wieder so warm hier? Ja. Ist eine halbe Wüste, diese Wanne. Die Sonne scheint. Ah, ist klar. Zum Glück ist das Beton. Da kann mir gar nichts mehr drin passieren. Hab da noch nie gesehen, so ein Bau. Passt mal auf, das wird ganz toll. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. So, andere Seite auch. Zum doppelt rausschießen, Zwergenschelte. So, noch ein bisschen. Na, so muss das. Alle? Gibt's doch wohl nicht. Wieso ist das denn schon wieder? Nee, doch nicht. Da sind noch fünf. So, jetzt kommen die Rundenpinorix raus. Hier 20. Da müssen wir noch welche von machen, Leute. So, da kommt kein Zombie durch. Aber ich kann ganz toll durchschießen, Zwergenschild. Ah, da bin ich mal gespannt, du. So. Wie viel fehlen noch? 4 oder 5, ne? Ja, ich denke auch. So, jetzt gehen wir da wieder hin, machen wir da weiter. Tipp, schön auf die Pölle hier rumlaufen, Zwergenschelte. Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Das soll nämlich Schweine wehtun, wenn du da irgendwo links und rechts die Beine daneben hast. Ah, aber nur für euch Kerle, Zwergenschelte. Ah, ich glaube, das tut Frauen auch weh. So, bin ich wieder ausgekommen, siehste? Ja, du hast sogar einen zu viel, ne? Das ist nicht schlimm, denn den verarbeite ich noch. So muss das. Erstmal die Pöhle hier rein. Zack. Wo ist der andere? Ach, da. Dann die Konkrets wieder raus. Oh, pass mal auf, wie schön das geht. Darauf, so. Habe ich zu viel Anzwergenschild oder warum ist das hier schon wieder so warm? Du hast ja noch kein Eis gestreut. So. Ja, komm. Mach da. So. Siehste.
Komm, geh da hin. So, einmal hier. Andere Seite auch. So. So, einmal so. Und dafür matsch ich den ganzen Beton raus. Aber was hast du denn gedacht? Braucht man zwar ein bisschen viel Beton für, aber können wir ja herstellen, Zwergenschild. Ist doch gar kein Problem. Ist zwar teuer, aber immerhin, ich habe ja gesagt, das ist ein ganz teures Spiel geworden. Siehste, und wenn du jetzt hier drin stehst, ne? Ja, jetzt fehlt hier unten noch die Reihe. Ja gut, machen wir die eben hin. Wenn du jetzt hier drin stehst, Zwergenschilde, ne? Ja. Dann kannst du durchschießen. Guck, hier kannst du überall durchschießen. Und da kommt kein Zombie durch. Hoffe ich. Ja, ich hoffe das auch, du. Ah, sieht aber ganz Elise-mäßig aus. Was heißt denn hier, sieht Elise-mäßig aus? Ja, ich meine, sieht ganz toll aus. So wie Elise eben. Elise-mäßig toll. Ja, das wollte ich ja wohl auch gehofft haben. So, und andere Seite machen wir das Ding auch voll. Hier, schön. Und jetzt haben wir die Schmelzarbeit von 4 oder 5 Wochen Schmelzen haben wir jetzt alle weg. Ja, du bist jetzt die 2. Woche im Spiel. Ja, und? Das heißt, das war nicht 4 oder 5 Wochen Schmelzen, das war schon ein bisschen anders. Also weniger, meine ich. So, meinst du? Ja. Ja, ich finde, und hier in der Mitte, ne, da stelle ich alles rein, so kistenmäßig. Wenn ich jetzt da drüben drin stehen habe, das stelle ich hier unten in die Mitte rein. Das hast du von hier einen Sturz, oder wie? Also da brauchen wir hier einen Sturz auch nicht drauf bringen, nur das kann ich auch so. Kommt so ein schmaler Streifen, dann geht das. »25 haben wir noch.« »Ist eine Seite komplett fertig?« »Da muss ich da ja wieder rauf. Wie soll ich denn da jetzt wieder raufkommen, Zwergenschilde, ohne Schwierigkeit?« »Hab ich keine Ahnung von. Und wie kommst du da rein nachher? Hier machst du zu, oder?« »Ja, ich nehme das auch an. Moment.« Oh. Diese geht. Und wenn die fertig sind, ne? Ja. Da brauchen die 6000 Schlachtzwergenschilde. Da kommt kein Zombie, kommt hier rein. Kein einziger Zombie. Da sorge ich dann schon für. Na gut, jetzt habe ich nichts mehr. Die noch? Schön. ~101°F, aber ich stehe doch im Schatten. Ja, aber eine Wüste ist im Schatten auch heiß. Das ist ja blöde. Und warum hast du den Absatz davor gemacht? Ja, damit die Zombies draufkommen, damit ich den Absatz nicht hätte. Du meinst den hier, ne? Ja. Wenn ich den Absatz nicht hätte, würde ich die Zombies nicht abschießen, will ich ja gar nicht sehen, Zwergenschilde. Du kriegst auch überhaupt gar nicht mit. Jetzt habe ich eine doppelte Betonmauer hier, Zwergenschilde. Jetzt habe ich die Dinger hier, wo sie nicht durchkommen, hoffe ich. Und das geht mir bald gut. Pass mal auf, das ist gar kein Problem hier.
Was wollen die Zombies mal kommen? Da hat die Elise gar keine Angst vor. Jetzt bringen wir den ganzen Scheiß wieder weg. Jetzt geht's raus. Hier und den Rest hier raus. Stein kann auch raus. Dann packen wir die nur da rein. Und dann machen wir noch mal Woodframe. Wo haben wir die Ach, da haben wir die Woodframe. Warum machst du denn jetzt wieder Woodframe? 200 gibt das, haben sie wieder verteilt oder was? Wieso gibt das jetzt 200 Woodframes, Zwergenschelte? Ich hab dir nur 1000 Holz bei. Puh, ich weiß es nicht. Weil du immer so Schwierigkeiten hattest, mit was zu setzen und alles, ne? Ja, was war denn da? Da haben die Phantoms gerade die Alpha 13 6 rausgebracht. Das kann daran gelegen haben. 1730 und 1450 Clay. Müssen wir was Neues holen, um das einzuschmelzen, Zwergenschelte, so schnell, so schön und so gut. Ah ja, gut, okay. Okay. So, ich sag dann mal einmal Tschüssi. Der Zwergenschild passt auch schon wieder nicht auf. Nee, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Tschüssi, bis gleich.